Paukenschlag in Bad Krozingen. Bürgermeister Eckehard Mehrott hat sich aus dem Wahlkampf zurückgezogen und wird beim zweiten Wahlgang am 10. November nicht mehr kandidieren. Und das nur wenige Tage nach der ersten Runde der Bürgermeisterwahl, bei der er mit 43,12% hinter seiner Herausforderin, der Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Pfefferle, lag, die 47,17% der Stimmen verzeichnete. Grund für seinen Schritt sei der Wahlkampf der letzten Monate, der von persönlichen Angriffen und unberechtigten Vorwürfen gegen ihn geprägt gewesen sei, wie er sie in dieser Heftigkeit niemals erwartet hätte, schreibt der 56-jährige Jurist in einer Erklärung. Bereits am Wahlabend äußerte sich Mehrott zu dem emotionalen Wahlkampf, der von vielen Bürgern auch als Hetzjagd bezeichnet wurde. Ich musste erleben, dass es sehr viel an Anschuldigungen und Unterstellungen gab. Ich finde es sehr enttäuschend. Ich hatte so einen Wahlkampf weder vor 8 noch vor 16 Jahren erlebt. Und ich fahre aber meine Linie ganz normal weiter. Für mich steht das Wohl der Bürgerinnen und Bürger und von Bad Krozingen im Vordergrund und nicht der persönliche Vorteil. Dass es zwischen Bürgermeisterstellvertreterin Sabine Pfefferle und Amtsinhaber Eckehard Mehrott ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden würde, zeigte sich schon in den ersten Minuten, als die Ergebnisse der einzelnen Wahlbezirke auf einer Leinwand übertragen wurden. Als Zünglein an der Waage entpuppte sich dann Karin Schwittek aus Schallstadt, die mit ihrer Kandidatur ein Wahlergebnis von 8,3% verbuchen konnte. Fritz Hanser, Vorsitzender des Wahlausschusses, verkündete schließlich das, was viele schon erwartet hatten. Es gibt also einen zweiten Wahlgang. Jetzt können Sie Musik spielen oder auch nicht. Erfreut zeigte sich Sabine Pfefferle über ihr Wahlergebnis. Das Votum der Bürger zeige, dass sie in ihrem Wahlkampf die richtigen Töne getroffen habe. Ach, ich empfinde es jetzt nicht immer so als diese Gräben. Es wurden halt jetzt einfach mal Dinge angesprochen, wo es notwendig waren, dass die mal angesprochen werden. Und ob man immer noch von Gräben sprechen kann, ich finde, es sind einfach Probleme gewesen jetzt, die wir angesprochen haben. Und ich denke auch, Probleme sind da, um sie zu lösen. Und das werden wir jetzt tun. Karin Schwittek gab schon am Wahlabend bekannt, dass sie nicht mehr kandidieren werde und nun Eckehard Mehrott unterstützen werde. Gleichzeitig betonte sie, dass sie die Art und Weise, wie während des Wahlkampfs gegen Amtsinhaber Mehrott Stimmung gemacht wurde, nicht in Ordnung fand. Diese persönlichen Dinge, dieses Aufrechnen, dieses Abrechnen hat mich gestört. Ich finde, das gehört nicht in die Politik. Es sind die sachlichen Dinge, die zählen und nicht die persönlichen Dinge, die zählen. Amtsinhaber Eckehard Mehrott hat aus dem Wahlkampf seine persönlichen Konsequenzen gezogen. Nach 16 Jahren erfolgreicher Amtszeit verzichtet er nun auf den Chefsessel im Rathaus.